Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ausgepackt hier auf www.gregs-rpgheaven.de. Heute mit einer relativ bunten Mischung an Spielen. Drei Games werden wir heute sehen und alle für verschiedene Systeme hier mit dabei. Wir fangen mal mit einem Game an, was leider sehr unterrepräsentiert war, seitdem es rausgekommen ist. Ein Game, das es wesentlich mehr verdient hätte gezeigt. Und vielleicht sieht man unten den Schatten noch. Hier, guck mal, da unten rechts, da wackelt es und gleich kommt es in die Kamera rein. Nämlich Tearaway für die PlayStation Vita. Ein Jump'n'Run von den Machern von Little Big Planet, von Media Molecule. Und ich bin Little Big Planet Fan. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel Gutes über Tearaway gehört. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber das gab es zuletzt im Angebot bei Amazon. Spiel ist natürlich gerade nicht drin. Ich glaube, ich habe es vorhin rausgenommen und dann in meine Vita bereits gepackt. Muss mal gucken, ist da hier so ein komischer Code, auf den wir hier nicht achten sollen. Nee, aber das Modul, naja, es sieht so aus wie alle Vita-Module. Moment, ich habe hier, damit das vernünftig repräsentiert bleibt, das Ease Silcita Modul. Ungefähr so würde es aussehen, aber mit Tearaway-Sachen hier drauf. Leider kein Handbuch mit dabei und ja, wie gesagt, ein Spiel, was relativ unterrepräsentiert in den Medien und in den Verkaufscharts leider auch gewesen ist. Übrigens ein Wendecover hier mit drauf. Ich habe das schon umgedreht. Eigentlich sieht das so aus mit dem relativ hässlichen USK 0 Riesensticker und so weiter und hinten und so weiter. Aber dafür gibt es sehr, sehr schönes Artwork vorne und hinten, was man hier mit reintun kann. Ein Jump'n'Run, was die Vita-Fähigkeiten, die Kamera, den Be-Back-Touch-Funktion und so weiter dann echt gut ausnutzt und dich selber als Charakter, also meinen einen selbst durch die Kamera ins Spiel einbaut und die eigenen Finger, wenn man sie hinten an die Vita hält, dass das, oh, wo haben wir sie denn hier? Ja, wenn man sie hier hinten an den Backtouch hier dann draufstellt, dass die als kleine Finger und so weiter hier da erscheinen. Ich wollte es mir auf jeden Fall dann holen. Und zumindest einer von leider nur einer Handvoll 10.000 Leute im Moment weltweit sein, die sich eine Retail-Fassung oder so gekauft haben. Ich hoffe, dass ich da nochmal ein bisschen Konkreteres dazu aussagen kann, wenn ich ein bisschen länger gespielt habe. Zumindest sollte jemand, der eine Vita hat und Interesse an guten, interessanten Jump'n'Runs, einen Blick auf Tearaway selbst drauf werfen. Man kann auch eine Demo im PlayStation Network finden, wenn ich mich nicht komplett irre, wenn man sich noch nicht sicher ist, dass man ein paar Handvoll Euro dafür ausgeben will. Ich habe Vergleiche gehört, die es sozusagen das Super Mario 64 der Vita genannt haben, als Spiel, was richtig die Vita-Funktion so ausnutzt wie kein anderes, so wie es Mario 64 damals für das N64 mit Analogstick und allem drum und dran gewesen ist. Ich hoffe, dass das Spiel im Nachhinein noch ein bisschen erfolgreicher wird, noch von mehr Leuten entdeckt wird. Und ich habe zumindest meinen Teil getan und mein Geld dafür ausgegeben und hoffentlich bei Sony ein Signal dafür gesetzt. Ein Spiel, was ganz gut dazu passt, wo man viele Sachen, glaube ich, da auch von Tearaway, wie ich erwähnt habe, umlegen kann, aber für die PlayStation 3 ist das hier, der Puppenspieler, The Puppeteer, für die PS3. Da hatten wir auf Game One schon ein längeres eine Runde mit dann gemacht und ihr könnt es hier auch sehen, das war auch ein Wendecover, was ich schon umgestellt habe, wenn man das drin nicht hat. Ein Jump'n'Run, bei dem man zwar in 3D Polygonmodellen und so weiter gemacht, eine kleine Figur steuert, die eine Schere in der Hand hier hat und sich quasi so scherenschnittmäßig durch so Dioramen, durch so aufgebaute mit verschiedenen Ebenen, Papier, aus Papier gebauten, in Anführungsstrichen, Charaktere mit so Puppen, Marionetten dann bekämpft. Und es ist ein sehr einzigartiger Look, aber gepaart mit ein bisschen traditionelleren Jump'n'Run Gameplay. Für nähere Details könnt ihr euch das eine Stunde mit dann auf GameOne.de angucken. Das gab es auch zusammen mit Puppeteer auch nochmal für einen Sparpreis für etwas so zwischen 10 oder 20 Euro und für das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und vor allem hier PlayStation Move Features sind mit dabei. Ich habe Move zwar hier seit längerer Zeit, aber so richtig zum Einsatz ist es nicht gekommen. Wo haben wir es? Da sehen wir es ja hier unten. Da ist das Move. Wird es vielleicht mal wieder sinnig, das Ding aufzuladen, dann auszuprobieren. Oh, und ich habe mittlerweile einen 3D-Fernseher, ein 3D-kompatibles Spiel, ist das ebenfalls auch. Dann kann das durchaus sein, dass das eine gute Kombo dann insgesamt und so weiter wird. Wir machten das Anspielen damals schon beim eine Stunde mit recht viel Spaß und hier ist es so, gemeinsam mit Tearaway ist es wahrscheinlich eine ganz gute Jump'n'Run-Kombo. Wenn ich noch bedenke, dass ich noch das Ratchet & Clank Nexus hier irgendwo noch mitliegen habe. Wenn ich Bock drauf bekomme auf der PS3, werde ich damit genug zum Hopsen bekommen. Ein weiteres Spiel, was wir bei GameOne.de vorgestellt haben, da in einer Runde mit vor einiger Zeit, aber jetzt habe ich es mir selber auch nochmal dazu geholt, ist folgendes hier. Resident Evil 4 Ultimate HD Edition für den PC. PC-Spiele retailmäßig kaufen ist mittlerweile ja
eigentlich relativ sinnlos, es sei denn, man ist so ein Sammlerfuzzi wie ich und möchte die Packung gerne haben, so wie sie hier ist, um sie dann ins Regal zu halten, weil viel drin, außer einem billigen Case einer DVD mit dem Inhalt und einem Zettel, auf dem auf der Rückseite ja ein Code draufsteht, den ich aber bereits eingelöst habe. Also eigentlich brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass der hier in die Kamera kommt und dann kann ich das Spiel nicht mehr einlösen. Eigentlich ist das Zeug hier aber relativ sinnlos, denn das Wichtige ist der Code, der hier draufsteht, weil um das Spiel zu spielen, muss man es, man sieht es hier, bei Steam aktivieren. Man muss also einen Account haben auf dem PC und dann den Code eintragen. Dann kann man das Spiel aber genauso gut aus dem Internet runterladen, das 11 GB groß ist. Also ich wundere mich, das würde auf so eine DVD eigentlich nicht raufpassen. Na, oder gibt es hier zwei DVDs drunter? Also ich glaube, ich könnte ja auch nicht das Spiel bei Steam aktivieren und dann einfach alles von der DVD hier kopieren, weil da können ja unmöglich 11 GB trotz Kompression oder sowas drauf sein. Da müsst ihr immer noch was aus dem Internet runterladen. Und dann kann ich das hier eigentlich wegschmeißen, wenn es runtergeladen hat, weil ich kann es ohne den Steam-Account, ohne dass es online dann irgendwie dann runtergeladen, aktiviert wurde, nicht spielen. Und jetzt ist das sozusagen Makulatur. Aber ob man, also für mich hat sich das preistechnisch, hat es keinen Unterschied gegeben, dann die Retail-Version für knapp 20 € zu holen oder für 20 € den Code. Und dann habe ich gesagt, ach scheiß drauf, das nehme ich jetzt im Laden mit. Aktiviere den Code, habe es bereits auf dem PC hier auch schon gemacht und gestartet. Und ich habe immerhin wieder etwas, da ich keine Resident Evil 4 physische Version mehr habe, sozusagen im Regal, sondern nur noch Download-Versionen besessen habe, immerhin auch etwas, was ich hier ins Regal mit reintun kann. Wendecover ist dabei? Nein, natürlich nicht mit dabei. Schade, wieder mal durch den großen USK-Sticker hier unten das tolle Resident Evil 4 Artwork ein bisschen verdeckt. Auch alles zu dem Spiel selbst. Vielleicht mache ich hier auf dem Channel noch ein bisschen was. Ich habe relativ viel Bock bekommen, ein weiteres Resident Evil Game zu spielen, aber davon noch leider keine vernünftige Version. Ich hoffe, dass da die PS3 Upgrade-Version irgendwann mal dann günstiger wird, nämlich Code Veronica. Wenn es mal dann in meinem Besitz ist als PS3 Download-Version, gibt es das leider bisher. Wenn es auf PC gäbe, hätte ich mir das längst nochmal irgendwie so dann gekauft, um dann meine PC Resident Evil Sammlung zu komplettieren. Aber davon werde ich ein bisschen mehr zeigen. Hier könnt ihr mehr Infos auf GameOne.de dann erfahren. Der Vollständigkeit halber nicht nur als PC-Download, sondern etwas, was ich mir auch ins Regal packen kann. Zum Abschluss habe ich etwas, was mir von meiner Amazon-Wunschliste bestellt wurde. Und hier haben wir den werten Sven, der sagt: Hi Gregor, wusste gar nicht, dass du auf KSE, Killswitch Engage, stehst. Ist auf jeden Fall ein Hammeralbum. Hoffe, dass du damit so viel Spaß hast wie mit der Vampires Lost Muertos DVD, die ich dir auf der Gamescom geschenkt habe. Ah, Sven, ich kann mich daran erinnern, auf der LG-Bühne müsste es noch gewesen sein, oder? Oder war es direkt davor? Ich glaube, es war auf der LG-Bühne dort. Eine DVD von der Fortsetzung zu John Carpenters Vampires-Film mit Bon Jovi in der Hauptrolle. Habe mich sehr darüber gefreut, so einen abgedrehten Film dann zu bekommen. Und hier dazu kommt dann, wie der Sven es erwähnt hat, die Packung hier mit aufbekommen, die Audio-CD zu Killswitch Engage Album Disarm the Descent, das neue Album Killswitch Engage, natürlich eine, ist es Metalcore, oder? Wie will man die Musikrichtung nennen? Heavy Metal, Metalcore und so weiter. Eine meiner Lieblingsbands habe ich schon auch öfters dann im Konzert gesehen. Das Album ist das neueste jetzt, wo ich noch nicht besonders viel davon gehört habe. Ich habe es auf die Wunschliste mit drauf getan, damit ich endlich mich dann auch mal den neuen Tracks dann mal ergeben kann, dass As Daylight Dies aus dem Jahr 2005 war es oder 2006? 2005, 2006, eines meiner Lieblingsalben ever. Hier kann man vielleicht ein bisschen sehen, dass da nicht mehr der altneue Sänger, da wird es wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr in die Killswitch Engage Tiefe gehen, wenn ich dort erkläre, was mit den Leadsängern gewesen ist und der erste Sänger, der dann ersetzt wurde, durch einen anderen jetzt wieder zurück ist, weil der andere krank geworden ist und so weiter. Das ist also viel, glaube ich, für euch unnötiges Blabla, aber das ist zumindest die neue Disc. Und von der habe ich, wie gesagt, noch nicht allzu viel gehört. Ich werde mir die gleich nochmal dann überspielen und die packe ich dann in meine Tasche sozusagen, damit ich sie mir auch ins Auto mitnehmen kann. 12 Tracks hier mit drauf und, was steht hier? One of the most anticipated albums of the year von der Touch of Revolver, featuring die Single In Due Time. Doch, ich glaube, die Single habe ich einmal gehört, den Rest aber noch nicht. Ich freue mich drauf, da reinzuhören. Vielen Dank, werter Sven. Okay, das sollte es für heute gewesen sein mit ausgepackt. Ich war der Gregor, ich sage ciao, ciao, bye bye und tschüss.